Ich begrüße Sie nochmal, Michaela Engelmeier. Wir sind verbunden mit der Vorstandsvorsitzenden des Sozialverbands Deutschland. Sie sind SPD-Mitglied seit etwas mehr als 30 Jahren, seit 92, und waren noch Mitglied des Deutschen Bundestages zwischen 2013 und 2017. Ich grüße Sie also in die Hauptstadt, Frau Engelmeier. Ja, guten Morgen. Frau Engelmeier, ganz grundsätzlich, Ihr Verband vertritt mehr als eine halbe Million Mitglieder. Es geht um die gesetzlich Rentenversicherten, die gesetzlich Krankenversicherten, aber auch über Menschen, die pflegebedürftig oder behindert sind. Also eine sehr große Gruppe, für die Sie sprechen. Welche Erwartungen hat Ihr Verband an die Ampel? Naja, mein Verband hat große Erwartungen an die Ampel. Wir haben über 600.000 Mitglieder und wir haben eine wirklich gute Sozialrechtsberatung. Und da kommen viele, viele unserer Mitglieder zu uns und lassen sich beraten. Und im Moment ist es so schwierig für die Leute, die haben einfach Angst, die sind ein bisschen angefressen, was jetzt zum Beispiel diese vielleicht hoffentlich nicht Rücknahme des Bürgergelderhöhung und des Regelsatzerhöhung da ist. Und ich sage einfach nur, das ist ja eigentlich auch ziemlich unanständig, was da gerade geplant ist von Teilen der Opposition, aber auch von Teilen der Regierung. Mhm. Frau Engelmeier, wenn wir es noch mal beschreiben, also der Bundesfinanzminister, Herr Lindner, hat tatsächlich das Soziale als ein Sparpotenzial ausgemacht. Ich nehme an, dass Ihnen das so nicht gefallen wird, ganz generell, wenn das so im Raum steht. Und tatsächlich gibt es eben auch, wir haben das gerade im Beitrag gesehen, natürlich die ganz klare Ansage, an der Erhöhung eventuell noch einmal eine Prüfung anzusetzen. Möglicherweise andere gehen noch weiter in der Kritikerfront und sagen, das Bürgergeld an sich müssten wir uns noch mal genauer anschauen. Was würde diese Erhöhung, es sind ja 12%, das klingt tatsächlich auch wirklich recht viel für jeden Arbeitnehmer, der im Niedriglohnbereich sich aufhält. Was heißt das konkret für Ihre Klienten, sage ich jetzt mal so? Naja, das heißt für unsere Klienten, dass sie 61 Euro mehr im Monat haben. Also 61 Euro ist ja die Erhöhung. Und ich habe auch gerade mal überlegt, es gibt ja den Generalsekretär der FDP, der irgendwas davon geredet hat, dass natürlich die Inflation jetzt nicht mehr so hoch ist, aber die Inflation war hoch. Und übrigens ist diese Erhöhung des Bürgergeldes und auch der Regelsätze, ist ja eigentlich staatlich verbrieft geradezu. Der Bundesrat hat auf Anweisung oder nein, nicht auf Anweisung, also eine Anordnung des Bundessozialministeriums eben verfügt. Und bleiben wir uns doch mal ein bisschen ehrlich. Die meisten Menschen, die 563 Euro dann bekommen würden, also Bürgergeldbezieher, das ist das Existenzminimum. Und alle, überall, wo wir was abschneiden davon, dann haben die Menschen nicht mehr genug Geld zum Leben. Und das ist ja ganz furchtbar. Und übrigens, unser Grundgesetz sagt uns dazu ja, dass das Existenzminimum der Menschen eben staatlich verbrieft ist. Ja. Frau Engelmeier, die von Ihnen auch zitierten Kritiker verweisen natürlich auch darauf, dass dieses Lohnabstandsgebot, was auch eine gesetzliche Regularie in Deutschland ist, natürlich jetzt unterlaufen wird durch diese Erhöhung. Wenn man die Erhöhung in den letzten Jahren zusammenzählt, kommt man auch leicht auf einen Betrag von 25%. Das stört Sie nicht, dass sozusagen die morgens aufstehen, dann sich ein bisschen angucken und sagen, Mensch, wäre ja für mich dann auch eine Option, das Bürgergeld. Ja. Naja, wenn es denn so wäre, dass das Lohnabstandsgebot dadurch dazu kommen würde. Das ist es aber nicht so. Wir wissen, dass ein alleinstehender Mindestlohnbezieher, dass der ungefähr circa 1.500 Euro im Monat verdient. Und wir wissen, dass Bürgergeldbezieher mit 563 Euro Bürgergeld und noch die Wohnkosten ungefähr um die 950 Euro haben. Und dann sage ich auch noch was, wenn wir ja immer wieder darüber reden, dass das ja so ungerecht ist und dass sich ja Arbeit nicht mehr lohnt, was natürlich Quatsch ist. Und übrigens auch bin ich immer ganz empört darüber, was für ein Menschenbild das uns ja eigentlich zeigt, dass wir sowas behaupten. Reden wir doch mal
mal über bessere Löhne. Vielleicht wäre das mal eine Idee, um dann auch dahin zu kommen, dass wir den Leuten das nicht nur gönnen, sondern dass das auch einfach für die existenziell ist, dass sie eben dieses Geld bekommen. Die Erhöhung von Löhnen ist ja sozusagen auch vor allen Dingen im Feld der Sozialpartner zu suchen. Und ich denke, da werden auch die Möglichkeiten ausgeschöpft. Wir haben das alle schon erleben dürfen, zum Beispiel bei Streiks, die wir alle miteinander erleben durften hier in Deutschland. Es gibt eine Geschichte, weshalb es wahrscheinlich außer den 5 Millionen Beziehern des Bürgergeldes nicht so eine große Fangemeinde gibt. Es gibt einige Dinge, die im Vergleich zu Hartz IV doch deutlich verändert wurden. Ich spreche hier mal ganz konkret über Sanktionen, die mehr oder weniger doch aufgeweicht wurden. Also wenn ich mich nicht, also man geht ja so eine Art Kooperationsabkommen ein, wenn ich mich nicht kooperativ zeige, dann war es bei Hartz IV so, dass ich doch recht schnell auch eine, sagen wir mal, Limitierung meines Geldes bekommen habe. Jetzt ist es so, dass man erstmal in eine Gesprächskurve geht, wo nochmal die Gründe erörtert werden, warum man Termine nicht gehalten hat, warum man einen angebotenen Erwerbstätigkeit, die zumutbar war, nicht angetreten hat. Müssen wir nicht einfach da wirklich nochmal nachschärfen, um auch ein bisschen das öffentliche Bild dieses Bürgergeldes auch zu verbessern? Also diese Neiddebatten, die da jetzt gerade so gestartet werden, also um das Bürgergeld, die helfen schon mal nicht. Aber stellen Sie in Abrede, was ich gerade dargestellt habe? Nein, das stelle ich nicht in Abrede. Aber ich sag mal, wir müssen jetzt mal, Sie wissen, dass die Sanktionen, dass die immer noch, es gibt sie immer noch. Und übrigens waren es 3% der Bürgergeldbezieher, die das betroffen hat, die Sanktionen bekommen haben. Und 97% der Bürgergeldbezieher haben es eben nicht, die betrifft es nicht, die haben keine Sanktionen bekommen. Und das ist wirklich schön, wenn man immer wieder hört, dass ja dann alle dafür verhaftet werden, also alle Bürgergeldbezieher, dass wegen der 3%, die es da gibt, und ganz ehrlich, natürlich muss es die Sanktionen auch weiter geben und die gibt es ja auch weiter. Aber wir reden über 3% und ich glaube, wir sollten mal über die 97% andere reden, wovon übrigens sehr viele dabei sind, die tatsächlich auch arbeiten und aber so wenig verdienen, dass sie halt aufstocken müssen. Und deswegen ist das so eine Diskussion, die ich so gar nicht gut finde und die übrigens auch in unserer Bevölkerung, wie soll ich sagen, das ist ja nicht so gut. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass das soziale Klima so auf der Kippe steht. Und ich finde, sowas feuert das immer noch mehr an. Dennoch basiert es auf einer Faktenlage. Und Frau Engelmeier, was wir uns fürs nächste Mal aufheben müssen, wäre die Frage der Rentenversicherung. Auch da fließen 110 Milliarden rein. Und da ist wahrscheinlich doch ein guter Nachschärfungsbedarf, aber das braucht ein anderes Gespräch. Ich danke herzlich für Ihre Zeit. Heute im Phoenix-Tagesgespräch war das Michaela Engelmeier, die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland und SPD-Mitglied. Ich bedanke mich. Grüße nach Berlin. Ja, bitteschön. Ja, Grüße zurück.